Hi Mick, sag mal, ich habe gehört, dass Dungeon Keeper fertig ist. Jo, ich hab's ja gerade laufen. Aha. Ich kann's dir mal zeigen. Gerne. Dungeon Keeper bist du ausnahmsweise mal der böse Herrscher über so ein riesiges Gewölbe. Für so eine richtig funktionierende Kelleretage muss natürlich erstmal Geld her. Und dazu baue ich jetzt mir meine Schatzkammer. Da markiere ich jetzt die Stellen, wo das gebaut werden soll. Und mein kleines Helferchen, siehst du da, die bauen jetzt das Gelände ab. Ja, und jetzt fangen sie an, das Gelände noch in meine Farbe einzufärben, damit ich da drauf was bauen kann. Oh, da habe ich zwei vergessen, die bauen wir noch danach ab. Ja, dann kann ich jetzt anfangen, meine Schatzkammer hier anzulegen. Und wenn das fertig ist, dann fangen die an, das Gold abzubauen und dann kommen wir zu so richtig Kohle, um alles weitere zu bauen. So, jetzt muss ich hier noch ein paar Monster ansiedeln, die später in mein Gewölbe einziehen sollen. Und die Höhle hier sieht eigentlich ganz gut aus. Da baue ich ihn jetzt hier heim. Und wenn das fertig ist, dann kommen die ersten Monster, werden sich hier ansiedeln und mein Gewölbe weiter verteidigen. Wie du siehst, sind jetzt hier schon ein paar Kreaturen eingezogen, die sich hier angesiedelt haben. Your creatures are attacking the enemy. Hier mein Dungeon hat auch schon ein paar Räume mehr, wie du auf der Übersichtskarte siehst. Hier leben die Hühner, die dienen als Futter für die anderen Monster. Die gehen da rein, holen sich schon mal so ein Huhn. Das ist jetzt der Trainingsraum, da kriegen die Erfahrungspunkte, wenn sie ein bisschen drin trainiert haben. Zauber lernen neue Sprüche. Hier ist jetzt die Werkstatt, die wird bevorzugt von Trollen bewohnt. Die basteln Fallen und Türen, wie man so das Gewölbe verteilen kann. Dann ist die Bibliothek, da leben normalerweise Magier. Und da ist jetzt gerade keiner da, aber da setzen wir einfach mal zwei rein. Hier habe ich zwei so Burschen. Zack, einer, zwei, so, jetzt arbeitet schön und lernt ein paar neue Zaubersprüche. So, kommen wir jetzt zum Schönsten, der Folterkammer. Da warten schon meine beiden Knechte auf ihre Kundschaft. Und die schmeiße ich ihnen jetzt auch gleich da rein. Tack und tack. So, die werden jetzt fröhlich gefoltert. Auch ein bisschen Klatsche oben rein. Auf, jetzt hier. Batsch, batsch. Und nochmal batsch. Ja, das macht so richtig Spaß. Man kann sich auch in Figuren rein teleportieren. Wollte es nicht immer schon mal ein Huhn sein? Und voilà. Oh je. Da sind Kreaturen, die wollen uns fressen. Müssen wir aufpassen, dass die uns ja nicht erwischen. Ah, da kommt der Dicke. Oh, oh. Schnell weg. Oh je. Ich glaube, wir müssen uns ganz schnell rausteleportieren. Ja, ein paar Worte zur Engine. Wie du siehst, ist alles in echt 3D. Kann da rotieren. Drehen jederzeit. Rauszoomen. Gucken, da oben, ich glaube, da ist ein bisschen was Interessanteres. Gucken wir mal da hin. Drehen uns mal da rein. Na, nö, doch nichts zu sehen, aber man sieht halt die schönen Beleuchtungseffekte auch. Und da sind unsere Freunde die Hühner wieder. Da ist ja so ein dicker Klops. Am spannendsten sind natürlich die Kämpfe. Hier verteilen sich gerade meine Kreaturen gegen Giftgas und irgendwelches anderes Viechgezeug. Ja, sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, das könnten sie gewinnen. Da drehen wir mal rein, mal gucken, was da oben so los ist. Ja, meine Megaklöpse. Oh, oh, da hat der Gegner mit dem Blitz reingefurcht. Naja, aber wenn man sich hinter ein bisschen geschickt anstellt, dann schafft man auch den Lord des Landes zu besiegen und damit dann eben den Level gelöst. Your creatures are attacking the enemy.